Kufstein TV besuchte die Bergers, die am Fuße des Wilden Kaisers ihr eigenes Bier brauen. Grüß euch, ich bin der Julian und ich darf euch heute mal erzählen, wie wir Bier brauen in Elmau bei uns im Sonnseitbräu. Nehmt's mit! Bei uns funktioniert das mit dem Brauen so: Wir dann zuerst das Getreide schroten. Und nachher kommt das Getreide mit Wasser in den mittleren Topf. Der hat auch ein Rührwerk. Und da haben wir die unterschiedlichen Rasten, da haben wir da anfahren. Und dann wird das komplette Getreide wird nur mal mit Wasser ausgeschwabt. Und dann haben wir den ganzen Zucker vom Getreide rausgelöst. Und dann ist alles im Kochtopf. Da drin wird es nachher ca. eine Stunde gekocht. Und je nach Rezept kommen die Aromahopfen dazu für die Würze und für den Geschmack. Seit 2021 pflanzen die Elmauer ihren eigenen Hopfen an. Die Initialzündung für das Bierbrau-Duo erfolgte jedoch weitere 2 Jahre davor, beim Weihnachtswichteln 2019. Ich habe gleich einen Papa gezogen und nicht gewusst, was schenken. Dann habe ich im Internet Männergeschenke gegoogelt und da so 4 Liter Bierbrauset hat es mir da vorgeschlagen. Das hat mir gefallen und hat ins Budget reingepasst und dann habe ich das bestellt. Und zu Weihnachten habe ich das dem Papa geschenkt. Der hat er frei gehabt und wir sind ja positiv überrascht gewesen, dass uns das so gut geschmeckt hat. Und dann haben wir gleich aufgerüstet. Schlussendlich sind wir nachher da auf die Anlage gekommen. Auch die Kisten für das Bier werden selbst angefertigt. Ja, wir haben uns da selber Gedanken gemacht, wie machen wir da eine Verpackung. Und dann haben wir gesagt, ja, warum machen wir es nicht selber? Wir sind alle 2 Tischler. Und nachher haben wir das probiert, wie die optimale Größe ist. Das ist eben ein Männertraum, in seine eigene Kühlzelle, zum Lagern von unseren Biere. Als Geschenke kaufen viel in unserer 12er-Kiste. Da haben wir meistens verschiedene Biere, die wir gerade lagern haben. Und da sind auch 12 Seitelflaschen innen. Oder wir haben die 6er-Kisten für Weißbier, die ist auch erhältlich. Das ist unser Bier, was wir letzte Woche gebraut haben. Das ist jetzt in der Hauptgärung, unser Wilder Kaiser Hell. Und von da kommt es eigentlich nachher direkt ins Fass für die Nachgärung. Vom Fass weg fließt der Gerstensaft direkt in die Flaschen, welche wiederum mit dem Kronkorken verschlossen und etikettiert werden. In 2021 habe ich mich als Tischler selbstständig gemacht und immer als kleines Geschenk habe ich zur Rechnung dazu habe ich 1-2 Flaschen Bier dazugegeben. Und das ist dann so gut angekommen, dass ich gefragt habe, ob man das nicht kaufen auch kann. Und jetzt haben wir eh schon den 39. Sud und geht ganz gut. Mein persönliches Lieblingsbier, das haben wir ziemlich am Anfang schon gehabt mit dem Brauen. Und das ist das Abendrot. Mir schmeckt eigentlich das Wilder Kaiser Hell momentan am besten. Das ist eh das, was wir da momentan auch brauen. Der Papa und ich sind eigentlich Weißbier-Fans. Und jetzt haben wir natürlich auch Weißbier machen müssen. Das haben wir extra wärmer vergoren. Da bringt man das eine bananige Note rein. Wir haben das davor nicht gewusst, dass das so gut ist im Weißbier. Aber wir schwören drauf. Mich begeistert beim Bierbrauen, dass ich da mit meinem Sohn gemeinsam eine Zeit verbringen kann und da nachher auch noch was Nettes rauskomme.